Ja. Kaiserliche Belobigungsurkunde. Die bringt 500 Ansehen. Spiel gesichert. Ist gut. Ja, warten auf Mitspieler. Ja, ja, ich muss. Ich brauche noch ein bisschen länger. Ach du Schande. Dirk? Mhm. Ich bräuchte hier ganz schnell etwas Unterstützung. Warte, ich muss noch irgendwas für meine Kaufmannskogge kaufen. Damit ich 20% mehr Schaden mache. Solide Geschosse zum Beispiel. Der hat nämlich meine verbaut. Ja, habe ich aber gerade noch so gemacht, dass der das auch kriegt. Weißt du, ich habe das Angebot gewechselt. Jo. So, ich habe jetzt hier die Nemesis und die Red Destiny stehen und die warten jetzt im Prinzip schon auf die vier Schiffe, also. Vier Schiffe? Wo stehst du denn? Hier oben. Gut, ich hole die mir von hinten. Willst du nicht lieber noch ein Stück zurückgehen, bis meine Schiffe da sind, dauert das noch? Nein, die feuern schon ganz fleißig. Die machen wir. Ich an der Stelle würde mich beeilen. Okay, ich muss mich zurückziehen. Die Nemesis wird zu schnell. Nein, die Nemesis wird zerfetzt. Ich will hier schon wieder ein Flaggschiff. Jawohl. Wieder ein Flaggschiff verloren. Oh mein Gott. Jetzt weißt du, warum ich mir ein Kriegsschiff machen wollte. Auch ihr müsst euren Beitrag. Das soll ich auftreten. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das hätte es wirklich nicht Not gehabt, dass ich das jetzt verliere. Das machst du auch sowas. Spaß, Langeweile. Such dir was aus. Ein gutes Geschäft. F steht für Freunde. Was? Guckst du auch SpongeBob? Nein. Ich aber. Aus dem Alter bin ich draußen. Nein, ich guck das auch nicht. Meine Schiffe sind fertig. Hast du schon ein neues Flaggschiff? Jupp. Oh, warte. Ich pack vorher noch die Items weg im Flaggschiff. Ich gehe da kein Risiko ein. Ja, sehr kreativer Name für ein Flaggschiff, ich weiß. Was denn? Wo steht das? Du kannst das, glaube ich, bei mir gar nicht lesen, aber mein Flaggschiff heißt es Flying Dutchman. Ah, cool. Kenn ich. Ja, auf jeden Fall stehen die Dutchman und die Destiny jetzt bereit. Gibst halt Bescheid, wenn du bereit bist. Jo. Also ich mach mal gleich ein Kriegsschiff. Und damit du es weißt. Ja. Mein Schiff fährt gerade wieder damit an. Ah, jetzt, ja genau, ich kann jetzt die Route anfangen. Dann kesseln wir die ein. Jo, dann lege ich noch schnell die Route an, und zwar war das Most, Kleidung, Holz. Und zwar von hier nach hier. Most. Kleidung, Holz. Bei Holz brauche ich jetzt noch selbst auf der Insel, da das kommt das nicht so gut. Aber Most und Kleidung kann ich endlich hinüberschiffen. Schiff. So. Ja, das Schiff. Ja, ich weiß, Zweideutigkeit, aber ja. So, meine Flotte steht bereit, wartet im Prinzip nur noch. Meine stehen da auch. Bereit? Jo, ich komme. Okay, packen wir es an. Toll, die drehen jetzt natürlich um zu meinen Schiffen. Ja, die meine kann man doch auch schon. Stress dich nicht immer so. Immer. Jetzt würde ich mich an deiner Stelle beeilen. Warte, schieß noch nicht.
Ja, ich greife dir natürlich wieder mein Flaggschiff an. Dirk? Ja. Gib Gas, verdammt, mein Flaggschiff geht gleich wieder runter. Du holst dir halt ein neues. Greif halt wieder, oder was? Das Schiff. Ja, greife ich doch. Ja, die Dutchman geht wieder unter. Keine Chance. Aha. Oh, das Schiff lebt noch. Fällt sich mehr. Ja, jetzt geht dein Flaggschiff gleich unter. Kann ja nicht immer nur meins sein. Habt Verständnis und leistet euren Beitrag. Es kann nicht untergehen. Fahr, Johnny. Bleibst du da? Ich verfolge dich sowieso. Ja. Ich will nicht, dass ich stirb. Los, schüttel die Verfolger ab. Nein, was mache ich? Das können die nicht bringen. Kann ich meinen Lieblingsgang. Es bleibt noch bis Ende des Let's Plays heile. Okay, heile geht nicht mehr, aber es geht nicht mehr kaputt. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja. Odina, naja. Nicht gerade ein Name für ein Flaggschiff meines Heldes. Da ist mein Schiff. Ja, okay, und du sagst die Belohnung ein, ist ja klar. Was gibt's überhaupt für, was gibt's überhaupt für eine Belohnung für die Mission? 26 Mosaik und. Ja, Mosaik habe ich wie Bäume im Wald, das kannst du gerne haben. Ich kann Mosaik noch gar nicht anbauen. Anbauen? Du baust Mosaik an, der ja. Ja, du weißt, was ich meine. Du baust Mosaik gerne an, ich weiß. Ja, kann ich gut. Alter, die Adligen wollen Wein haben. Die können mich mal, ich weine gleich und ich. So. Ich nummeriere jetzt meine Flaggschiffe durch, mir ist es zu dumm. Deswegen heißt mein aktuelles Flaggschiff jetzt auch Flaggschiff Nummer 8. So. Ich habe es einfach irgendwo angefangen, wahrscheinlich ist es sogar schon ein wesentlich höheres Flaggschiff. Und ich sollte jetzt endlich meine. Moment mal, meine Buchproduktion sollte doch eigentlich schon fix angelaufen sein. Du fängst jetzt an, Bücher zu produzieren. Ich produziere schon lange, aber weniger effizient. Jetzt habe ich eine eigene Indigo-Handelsroute, die sich darum kümmert. Und jetzt denke ich doch, dass das einigermaßen stabil laufen sollte. Aber irgendwie ist eine Druckerei überfordert damit. Ich habe, glaube ich, 3 oder 2 Druckereien. Angeber. Ist einfach besser, wenn man das direkt in Masse produziert. Angeber. Papier habe ich ja besonders mehr, weil Indigo meistens zu wenig gehabt, aber das ändert sich ja jetzt auch. Das macht mein Gewürzschiff, das bringt das da direkt mit vorbei. Gerberei, Papiermühle, genau, Druckerei. Ich pflanze das einfach noch 1-2 Stück hin, mehr als schaden kann es nicht. Zack und zack. Ich finde die Musik so schön. Ja, du kannst die Musik ja auf voller Lautstärke aufgedreht lassen. Ich kann das nicht, denn bei mir hört man sonst nichts mehr von uns. Dich das? Bitte? Ob dich das freut? Nein, denn ich hätte gerne die Musik. Ah, okay. Ich kann die ja mit, weißt du, was ich meine, ne? Mit so einem. Wieso ist meine Mast. Moment mal. Greifen eines ihrer Schiffe an. Doch, ich versorge doch die Stadt mit Mast. Ich pack's gerade nicht. Ist doch genug da. Seid ihr verschwiegen genug, um diesen Auftrag auszuführen? Immer für eine 10 Tonnen Waffen. Zwei vermisste Personen. Lass mich erstmal mein Feindfeld sein, genau. Machst du das?
Nein, ich habe die abgelehnt. Ich habe gerade ein Problem mit den Korsaren. Dirk? Hallo? Hallo? Ja, da ist gerade bei... Dirk? Hallo? Ja. Hallo. Guten Tag. Ja. Da ist gerade wohl deine Internetverbindung abgeschmiert, oder die meine? So was passiert. Ja, immer bei dem Let's Play Together. Wenn man so Just for Fun spielt, passiert sowas nicht. Mir passiert sowas öfters, also kann natürlich sein, dass ich das war. Ich dachte, das ist schon deine verbesserte Internetverbindung, also die neue. Ja, das haben wir auch nur zum Test. Das ist noch nicht fest. Nicht nur so sagen. Alles klar, aber warum sind meine Patrizia nicht mit Most versorgt? Da ist genug im Lager. Habe ich was verpeilt, oder? Kannst du es bei mir kaufen? Ja. Ja, mein Problem ist, das Lager ist voll, aber irgendwie bedient sich da keiner. Beim Bartel ja. Des Propheten. Also was hat der Korsar denn? Hat er nichts zu tun, oder warum greift er meine Schiffe an? Salam alaikum. Kommt gar nicht klar. Es ist mir wie immer eine Ehre. Ich schätze mal, dass er deine Schiffe angreift, weil sie ihm besonders gut gefallen. Die sind auch schön. Ja, siehst du? Upgrade. Ich fürchte, ihr habt diese Angelegenheit etwas... Ja. So, wollen Sie meinen Speicherstand fertig? Ich hatte die schon fertig im Singleplayer. Das sah die richtig schön. 16. Boah, wie auf einmal überall Korsaren rumfahren. Ja, Katastrophe. Auf jeden Fall. Das könnte ganz dringend. Sollten wir ganz dringend was unternehmen? Jojo, ich baue mir gerade eine Kanonengießerei. Dann lage ich das. Du brauchst jetzt schon die Kanonengießerei. Ja. Alter. Ja, in meine Stadt zu kommen war die beste Entscheidung meines Lebens. Ja. Das sagen die Bauern immer. Nur in eure Stadt zu kommen, sagen die. Die haben noch Respekt. Die schmeicheln dir doch nur, weil du irgendwie Drogen verkaufst, keine Ahnung. Dann ist das nicht eine vernünftige Stadt. Gefällt mir. Hast du schon mal, wenn du im Hauptmenü warst, auf das Anno-Logo geklickt? Hast du mir mal gesagt, aber ich hab's nicht gemacht. Mach das mal. Da werden nämlich, nein, ich verrat's dir jetzt nicht, das sollst du jetzt selbst ansehen. Aber meine werten Zuseher, ich nehme das vielleicht mal als Special auf irgendwie. Zum Anno Let's Play. Da gibt es nämlich eine verdammt tolle Sequenz. Dauert zwar eine ordentliche Zeit lang, aber. Was passiert denn da so? Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen, mehr sage ich jetzt nicht. Okay. Du kannst es ja nach der Aufnahme gleich ansehen. Muss mich noch dran erinnern. Ich bin leicht vergesslich. Jo. Und du solltest dir bei Gelegenheit, eventuell, wenn du mal Zeit hast, so in 2 bis 3 Wochen, definitiv Anno 1701 auch zulegen. Okay. Die Kampagne mit dem Addon der Flucht des Drachen ist nämlich göttlich. Da ist die Kampagne vom Hauptspiel von 1404, ich sage jetzt nicht schwach, aber definitiv nicht so gut. Ja, ich habe bei Venedig die erste Mission, oder was ist das? Ja, du spielst bei Venedig ja nur die Szenarien. Ja. Ich meine ja die richtige Kampagne, die du bei 1404 nur übers Hauptspiel ansteuern kannst. Mhm.
Irgendwie ist meine Bierproduktion scheiße.